KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast Nummer 707. Gibt es da nicht ein Flugzeug? So heißt egal. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Moinsen und einen wunderschönen guten Morgen. Moinsen. Das ist Moinsen. Moin, moin. Auch an unsere Freunde von der Küste. Moin, moin. Guten. Ach. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ne? Hallöle. Ja. Bitte? Ja, Hallöle. Besser mit Hallöle. Hallöle. So, herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Und wir haben viele, viele Filme mitgebracht. Allerdings, ja, mal gucken, über wie viel wir reden, wie viel Zeit wir heute haben. Worüber wir auf jeden Fall reden, ist Cyrano, der Film aus der Sneak Preview. Cyrano, wir hatten französische Hochkultur, französisches literarisches Meisterwerk, was verfilmt worden ist und auch eine Oscar-Nominierung abgefasst hat für die besten Klamotten, Kostüme. Ja. Die besten Klamotten. Ja, den Klamotten-Oscar. Wird der überhaupt on-air verliehen oder ist es auch einer von denen, die dann wahrscheinlich, ja, weil die haben ja irgendwie Schnitt und sowas, haben sie ja ausgelagert, damit die Sendung nicht so lang wird. Na, mal schauen. Dann werden wir über die Rezensionsdisc Platzspitz Baby, meine Mutter, ihre Drogen und ich, die lustige Drogenkomödie, das hört man schon an dem Titel, sprechen. The Final Girls, weiß ich gar nicht, was es ist, wird uns Kate was erzählen. Ich habe House of Gucci gesehen, mal gucken, was das ist, und ein paar Sachen werden wir uns wahrscheinlich dann aufheben für die nächste Woche. Und ja, da starten wir doch gleich mal rein, oder? Chris und ich waren in der Sneak Preview, haben dort Cyrano gesehen, der auch zufällig getippt wurde von jemand hier aus der Runde. Das ist der, wo mit der Schrotflinte die Tipps verschießt. Ja, der zwei Tipps gemacht hat, die relativ passend waren und der sogar seinen Tipp erläutert hat und dafür noch verhöhnt wurde in der letzten Folge. Wie er auf diesen Tipp gekommen ist und siehe da, es kommt, der Film. Ja, also Cyrano, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie davon gehört, von dem Thema von Cyrano de Bergerac, der quasi in dem Buch hat er ein entstelltes Gesicht, hat er eine viel zu große Nase und er schmachtet eine Frau an und ja, die achtet aber so ein bisschen eher so auf Äußerlichkeiten und hat sich auch in jemanden verschossen und er, Cyrano, ist halt sehr wortgewandt und tritt auch im Theater auf, feiert dort Erfolge durch seine Wortgewandtheit. Heute würde man, wäre es wahrscheinlich ein Rapper, der gut Freestyle kann oder sowas ähnlich. Da gab es ja mal diesen deutschen Film, der mir auch gefallen hat, Das schönste Mädchen der Welt. Da war das ja ein Rapper, der gut freestylen konnte, der auch eine etwas große Nase hatte und der dann auch so ein Mädchen angeschmachtet hatte und dann jemand anders geholfen hat. Und genauso ist es hier auch. Und ja, es ist nicht eine nicht ganz werksgetreue Verfilmung von dem Cyrano de Bergerac Buch und von dem Werk, aber ein paar Freiheiten darf sich ja jeder Film durchaus erlauben. Die wahrscheinlich größte Freiheit, die sich Joe Wright, der Regisseur, erlaubt hat. Übrigens, Joe Wright, der hat ja auch zum Beispiel The Woman in the Window gemacht oder Pan, den Film, oder Wer ist Hannah? Oder Der Solist, da hat er, glaube ich, nicht nur einen Oscar gewonnen oder so. Und für Abbitte, ja, Stolzen Vorurteil hat er auch verfilmt. Also er ist durch Stolzen Vorurteil und so literarische Stoffe zu verfilmen, kennt er sich durchaus aus. Und ja, er hat sich ein paar Freiheiten erlaubt. Zum einen, die Hauptrolle wird besetzt von Peter Dinklage, den man kennt hauptsächlich aus Game of Thrones. Aber er hat natürlich auch viele andere Rollen gespielt, der natürlich jetzt nicht eine große Nase hat, sondern durch seine reine Körpergröße schon quasi nicht in das Normalbild reinpasst und noch gerade in der damaligen Zeit, wo es halt eher so war, dass die Kleinwüchsigeren eher so die lustigen Harlekine irgendwo waren, die Spaß gemacht haben an den Höfen und so. Und er hat eine langjährige Freundin, in die er dann irgendwann mal halt verschossen ist, die Roxanne, und die ist aber halt in den Christian verschossen, der bei der Garde auch seinen Dienst tut. Und dann passiert halt so dieses Übliche mit den, Cyrano hilft halt diesem Garde,
wie nennt sich das? Der ist Offizier? Der ist ja noch kein Offizier. Der ist quasi erstmal so Soldat, so Anwärter. Und er hilft ihm erstmal so mit Briefe schreiben. Und sie ist dann völlig verzaubert von diesen schönen Briefen, die sie da bekommt. Und dann gibt es natürlich auch so eine Szene, wo sich Cyrano hinter so eine Mauer versteckt. Und Christian steht dann so in der Mitte in dem Torbogen. Und er flüstert ihm quasi die Worte zu, die er nach oben zu Roxanne sagen soll. Und ja, es geht dann so ein bisschen holter die Polter, also sie verliebt sich ja dann in ihn. Es gibt dann aber noch so einen Nebenbuhler, so einen, den Offizier von der Garde, also den Chef da, den Leiter der Einheit, der auch eine sehr hohe Stellung hat in der Gesellschaft, und der ist auch in Roxanne ein bisschen verschossen und er will sie heiraten, macht ihr da Aufwartungen, und das wäre natürlich für sie eine, wie es früher so schön hieß, eine sehr gute Partie, wenn sie ihn heiraten würde. Und sie spielt auch so ein bisschen mit dem Feuer, sie lässt ihn in dem Glauben, und dann durch so eine relativ Kurzschlussreaktion heiratet sie aber den Christian und stellt dann aber doch irgendwie so, ja, wenn sie direkt mit ihm redet oder so, merkt sie schon, da ist jetzt nicht so viel dahinter, wie wenn er Briefe schreibt oder so. Und beide werden dann auch, Cyrano und Christian, werden dann auch in den Krieg eingezogen. Das war damals der deutsch-spanische Krieg, wenn ich mich recht erinnere. Der französisch-spanische Krieg, wenn ich mich recht erinnere. Und muss dort an die Front. Und da sind die halt die Aussichten für diese Garde, die wirklich diese ganz brenzlichen Kämpfe bestreiten muss, sind sehr gering, die Überlebenschancen. Und Cyrano muss seiner Freundin Roxanne versprechen, dass er gut auf ihn aufpasst, auf Christian und so. Und ja, mehr will ich mal nicht verraten. Wie gesagt, die Story nimmt sich ein paar Freiheiten, hält sich nicht ganz werksgetreu dran, aber ja. Und es wird viel gesungen, teilweise auch manchmal nur so einzelne Sätze. Wenn er dann irgendwo da sitzt und schreibt irgendwas, er erzählt so ein bisschen und wechselt dann plötzlich und fängt an, irgendeinen Satz zu singen oder so. Das fand ich ein bisschen weird. Aber wie wir dann gelernt haben, das basiert ja nicht auf dem Buch direkt, sondern auf einem Musical. Ja, also auf dem Cyrano Musical, was ich natürlich nicht kenne. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid da ja. Nee. Ja, ihr schaut ja schon gern ab und zu mal ein Musical oder so. Deswegen. Ja, das stimmt, aber nee, das kennen wir nicht. Ja. Chris, wie fand man das denn so? Also du scheinst es nicht so ganz geil gefunden zu haben. Vor allem in dem Moment, als sie angefangen haben zu singen, glaube ich, hat es dich dann endgültig rausgehauen. Und das war relativ früh. Ich muss sagen... 3 Minuten. Länger als schneller als bei Encanto. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es extrem gut. Ich fand es stimmig in der Geschichte. Ich fand das wirklich toll geschauspielert. Bis auf Hayley Bennett. Da muss ich ganz, ganz große Abstriche machen. Also die Hauptdarstellerin Roxanne, die fand ich ganz furchtbar. Ich weiß nicht warum. Die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Aber der Rest fand ich echt relativ stimmig. Und je länger der Film wirklich lief, desto mehr war ich in der Welt mit drin. Also desto mehr hat es mir auch wirklich gefallen, wie da dieses Spiel ist. Ich meine, man kennt die Geschichte von Cyrano eigentlich, oder sollte man kennen, sage ich es mal so. Und es, ja, die Umsetzung in der Art fand ich richtig cool dann irgendwann, weil der Film mit ganz, ganz starken Bildern spielt. Also es gibt Szenen, da werden auch Briefe geschrieben oder was weiß ich was, und dann fallen 1000 Blätter vom Himmel und da läuft man dann durch und das spiegelt einfach so die Gedankenwelt wieder. Oder auch, wo sie in der Garnison sind und im Hintergrund ist das Training und Cyrano unterhält sich gerade mit Christian darüber und Christian so, oh, ich kann nicht mit, wie heißt das, mit dem ich umgehe? Worte umgehen. Also das fand ich unfassbar gut stimmig. Und dann auch, als das Gespräch dann da vorbei war, wie dann im Hintergrund die Degenkämpfer oder die Fechter einfach alle ihre Degen nach oben haben, dass er durchlaufen konnte problemlos. Das waren so ganz viele kleine Details und das fand ich unfassbar schön zu sehen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, da auf solche Sachen dann auch zu achten. Und ich habe relativ am Anfang, glaube ich, geschrieben so, ey, Peter Dinklage kann nicht unbedingt singen.
Nehme ich auch wieder zurück, weil es hat sich dann im Film über gebessert. Ich habe auch nachher auf der Playlist einen Song tatsächlich aus dem Film, der für mich, der den ich unfassbar stark, unfassbar gut fand einfach, weil der zum Film gepasst hat, der auch zur aktuellen Situation hier in Europa tatsächlich auch passt und der mit so viel von so viel Emotion dann auch gesungen ist und so viel Gebrochenheit einfach von den Menschen, wo es da hinten hinaus rausläuft, gesungen ist. Deswegen fand ich das auch ganz aktuell. Also ich fand tatsächlich, bin ein bisschen schwer reingekommen, aber als ich dann drin war, fand ich es echt cool. Also Cyrano war großartig, Christian, ja, der war halt ein Luftikus und Hayley Bennett als Roxanne, ja, weiß nicht, hat mich nicht überzeugt. Mhm. Ein bisschen tat mir Ben Mendelsohn leid, der De Guiche gespielt hat, also wieder mal einen Schurken. Ich weiß, gebt doch mal dem Mann auch irgendwie nicht nur Schurkenrollen. der hat irgendwie immer nur, ja. Hat aber gut gepasst. Ja, natürlich passt das gut und es ist ein großartiger Schauspieler, aber ich denke, der hätte auch mal eine andere Rolle verdient. Also. Naja, aber insgesamt fand ich es eine extrem stimmige Sache. Also ich hatte wirklich ein gutes Gefühl und ich erinnere mich auch noch sehr gerne, jetzt gerade mit fast einer Woche, gerne zurück, wenn ich da an andere Filme denke, die wir dieses Jahr schon gesehen haben. Hier da dieser Prinzessin Diana Film zum Beispiel. Ey, keine Ahnung, frag mich dazu bitte nicht mehr viel. Also, Spencer, ich schon, du meinst Spencer, guck mal, ich weiß nicht mal, wie er hieß. Hallo Spencer. Ja, deswegen Cyrano cool umgesetzt. Mal was anderes, wirklich mal wieder was anderes. Auch da wieder sieht man die unfassbare Vielfalt, die wir einfach in der Sneak haben. Wir haben Fun Fact war, gestern haben wir noch Trailer geschaut, da kam auch der Trailer von Belfast und der Trailer von Belfast fasst den ganzen Film zusammen. Und Belfast, auch ein Film, wo ich mich gern dran erinnere. Dann kommt als nächstes Jackass, dann kommt Cyrano, dann kommt also komplett vollkommen alles in verschiedene Richtungen. Und das mag ich so in unserer Sneak Preview, dass es nicht so, ja, heute zeigen wir unbedingt wieder sowas oder sowas, sondern nee, es ist immer wieder was dabei, dann kommt mal wieder eine französische Komödie, dann kommt mal wieder Cell, dann kommt jenes. Ich finde das einfach großartig und kommt mal wieder Cyrano, was, wo einen Auto bumst. Das bleibt hoffentlich eine Ausnahme. Aber ansonsten, nee, wie gesagt, ich fand's cool, mir hat's Spaß gemacht und ich erinnere mich auch noch gerne wieder dran. Deswegen von mir 7,5 von 10 Punkten. Du bist schon bei den Punkten, okay. Also ja, ich glaube, der Song. Da hat jemand Einspruch gegen die Punkte. Nee, da hat jemand Einspruch, dass du was anderes sagen möchtest. Nee, ich will ja nichts anderes sagen. Ich wollte nur fragen, der Song, den du ausgesucht hast, ist das die Szene, wo die alle ihre Briefe schreiben? Ja. So, und da muss ich sagen, das fand ich die stärkste Szene vom ganzen Film. Nein. Und da ist keiner der anderen Darsteller, der Hauptdarsteller, involviert. Und doch, im Nachgang. Naja, okay. Aber die Szene, da saß ich da mit offenem Mund, hat man nicht gesehen, wegen Maske und so, weil die ist einfach so gut gemacht, da passt der Gesang, da passt die Kameraführung, da passen die Darsteller, wie sie es rüberbringen, welche Emotionen sie verkörpern, da hat man richtig einen Kloß im Hals. Und das hat den aber auch gar nichts, da waren die ganzen, eigentliche Geschichte war da überhaupt nicht involviert, ja, das war nur so eine Nebengeschichte, aber dann, ja, muss ich dir schon widersprechen, weil es ist ja die Gesamtsituation, in der sie sich befinden. Ja, aber ja, vielleicht willst du es nicht verstehen, was ich meine, die eigentlichen Darsteller waren da überhaupt nicht involviert in dieser starken Szene und das war die stärkste Szene vom Film. Ich hätte mir so eine Szene lieber gewünscht, auch mit den eigentlichen Hauptdarstellern, wo ich gedacht hätte, boah, Wahnsinn, also jetzt nicht diese Szene genau, aber so eine starke Szene und das hat mir eigentlich gefehlt, deswegen war es so ein bisschen, ich gebe ja auch eine hohe Wertung, das ist ja jetzt nicht so, dass mir der Film nicht gefallen hat, ich gebe ja 6,5 von 10, ist aber halt einfach, ich werde den Film nicht nochmal gucken, auf jeden Fall, da war es mir einfach zu viel Gesinge und alles, das muss ich nicht haben, ich hätte mir eher sowas gewünscht wie diesen Jacques oder so, den ich mal gesehen hatte in der Sneak, was auch eine historische Geschichte ist, die nacherzählt wurde, da hat keiner gesungen. Das war völlig unnötig. Und deswegen, ja. Vielleicht haben sie hier ein bisschen damit gespielt, dass natürlich auch so historische Stoffe, in denen ja, ab und zu gesungen wird, dass die auch gute Chancen für einen Oscar haben. Das war mir ein bisschen zu sehr auch auf Oscar angelegt, der Film. Deswegen,
ja, hat nur eine Nominierung bekommen für das beste Kostüm, zu Recht, weil die, ja, die anderen Sachen, Darsteller, hast du ja schon erwähnt. Ja, aber Filmmusik hätte ich vielleicht tatsächlich dann auch gesagt. Filmmusik, da gibt es, glaube ich, auch starke Konkurrenz dieses Jahr. Naja, also von mir 6,5 von 10. Cyrano, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, wegen Oscar-Nominierung und so. Wunderbar. Mal gucken, was uns morgen erwartet in der Sneak Preview. Auf jeden Fall, ein was kann man ja verraten, es gibt ein Bilderrätsel, glaube ich, morgen. Erste ja, Sneak müsste sein, ja. Des Monats. Ja, ich bräuchte bitte noch Futter, jetzt mal, jetzt kleine inoffizielle hier von ja, euch. Ja, ja, ja. Komm. Okay. Für die nächsten dann, ja. Wir gehen langsam die Ideen aus. Ich brauche frische Ideen. Habe Ideen. Okay, hast Ideen, ja, sehr gut. Dann gucken wir doch mal in die gesehenen Filme rein. Zum einen in die Rezensionsdisk, die wir im Heimkino geschaut haben. Heimkino. Dazugehörende Zettel dazu. Hier habe ich einen Platzspitz-Baby. Ja, habe ich euch da auch eingescannt. Ja, ich weiß. Gibt es ab 24. März auf DVD und Blu-ray. Und wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit gehabt, den zu sichten auf Blu-ray. Und da wird jetzt der Chris ein bisschen was. Achso, Tipp für nächste Woche. Digital ist übrigens. Ja, machen wir nachher. Ja. Digital ist ab 19. März übrigens verfügbar. Wir schreiben das Jahr 1995, ist der Frühling, ein Frühling in Zürich, in der schönen Schweiz. Und dort wird die offene Drogenszene aufgelöst, was dafür sorgt oder das, was mit sich bringt, dass die elfjährige Mia und ihre Mutter Sandrine in das Züricher Oberland ziehen, in etwas verschlafene Gegend. Und ja, Problem an der Sache ist, dass die Mutter von Mia eben ja in dieser Drogenszene als Konsumentin sehr aktiv ist und war und diese Drogensucht nicht ablegen kann. Das heißt, wir begleiten Mia in ihrem Kampf in einem neuen Umfeld, wo sie sich eigentlich doch relativ wohl zu fühlen scheint, weil es viel idyllischer ist oder halt auch viel ruhiger ist wie zuvor. Nur eben die Probleme der Mutter nimmt man immer mit. Und so beginnt der Kampf von Mia ein Stück weit gegen die Drogensucht ihrer Mutter und auch ja gegen die ganzen Sachen, die halt mit 11 Jahren auf einen hereinprasseln können. Weißt, das Leben ist ja immer das Komplizierteste mit 11 und Drama-Baby überhaupt. Mit Problemen in der Schule, mit extremer Müdigkeit und allem. Und halt immer wieder dieses Suchen nach Geld. Wie komme ich an die Kohle? Wie kann ich meine Mutter retten? Weil Unterstützung vom Vater ist jetzt auch nicht so wirklich drin. Und das zeigt, wie gesagt, diesen Kampf von Mia gegen alle Widrigkeiten. Führt dazu, dass sich Mia natürlich sehr viele Gedanken macht über ihr Leben und über alles und sich dann auch ja, mehr und mehr gegen die Mutter auflehnt und sich tatsächlich auch zur Wehr setzt, weil sie einfach kapiert, okay, so funktioniert das nicht. Mit all den Rückschlägen, die man eben, wenn man auch in so einem, ja, in so einer Umgebung dann aufwächst, eben mit sich bringt. Auch ihre Freundinnen, die sie dann findet, haben es nicht unbedingt leicht. Da sitzen halt auch mal Kinder mit blauem Auge da, was einen dann doch ein bisschen nachdenklich auch wieder zurücklässt. Und im Großen geht es eigentlich genau darum, um diese Geschichte. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich denke eigentlich nicht. Die elfjährige Mia wird gespielt von Luna Wetzi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und es gibt dazu ein ich glaube, es ist ein Buch, eine Buchvorlage. Ja, ja, das basiert auf einem autobiografischen Buch. Genau, so war das. Genau. Und wir haben ja oftmals Probleme mit Kinderdarstellern, wobei jetzt zuletzt bei Belfast wieder nicht. Und hier bei Platzspitzbaby hatte ich tatsächlich auch kein Problem damit, weil ich fand, die hat das unfassbar gut gespielt. Du hast ja das abgenommen, diese innere Zerrissenheit, dieses selber erwachsen werden, wie sich mit 11 Jahren einfach auch anfängt, das Gehirn neu zusammenzusetzen. Diese ganze Teenager-Kacke, wo dann anfängt und wo jeder von uns durch muss. Das alles
diese komplette innere Zerrissenheit, das hast du ihr teilweise einfach am Gesicht abgelesen und gesehen und was das los ist und wie sie einfach versucht, gegen alle Widrigkeiten da sich durchzusetzen und einfach auch zu überleben oder einfach auch ihre Mutter zu retten. Dieser typische Rucksack. Und es gibt da eine Szene, da ist sie, glaube ich, bei ihrem leiblichen Vater, der dann sagt, warum hältst du noch zu deiner Mutter? Und dann sagt sie, weil sie meine Mutter ist. Und das ist für ganz arg viele, sind solche Sachen immer relativ schwer zu greifen. Ich muss dazu sagen, ich erlebe sowas bei mir in der Schule halt, ich will jetzt nicht sagen tagtäglich, aber sehr, sehr oft eben auch, dass es solche Sachen gibt. Ich fand die Mutter ganz, ganz krass dargestellt. Das war ja ein absoluter Hungerhaken und die sah wirklich krank einfach auch aus. Also die haben sie, es müsste Sarah Spale gewesen sein. Also das fand ich richtig, richtig krass dargestellt. Und halt eben dann auch, wie schon gesagt, die Mia von Luna Menzi, die sich halt in diese Traumwelt flüchtet mit hier irgendwelche Inseldinger und wie es so schön sein könnte, eben Ausflüchte sucht, um einfach Kraft zu tanken und an Kraft zu kommen. Und das fand ich echt stark dargestellt, weil ich, wie gesagt, mir gut vorstellen kann, dass es damals 1995, was jetzt auch schon, Gott, 27 Jahre her ist, hups, dass einfach ja so durchaus genauso auch hätte passieren können und teilweise auch so passiert ist und eben, dass es das heutzutage halt auch immer noch gibt und zwar nicht irgendwie weit weg in Zürich, in der Schweiz, sondern auch hier in Stuttgart-Zuffenhausen, in Stuttgart-Bad Cannstatt, in Kornwestheim, in was weiß ich wo überall. Aber auch in Berlin und in Köln und in Dortmund, ne? Wollen wir ja, natürlich. Natürlich. Und das fand ich extrem gut dargestellt und das fand ich teilweise auch wieder sehr bedrückend und deswegen hat mir dieser Film eigentlich gefallen. Weil es ein gesamtstimmiges Ding war. Erik, dir hat es, glaube ich, nicht so gefallen, oder? Was heißt gefallen? Der Film kann einem ja nicht gefallen. Also ja, es kann einem ja nicht gefallen, was man da sieht. Es war natürlich gut gedreht und gut gespielt, keine Frage. Aber der Film, der hat mich irgendwie auch völlig jetzt gerade in der falschen Stimmung erwischt. Er macht sich so viele Gedanken um andere Themen und dann ist noch so ein, das ist ja kein Feel-Good-Film, das ist ja ein Feel-Bad-Film. Der ist ja quasi, wenn man es wie eine schiefe Ebene sieht, das geht ja die ganze Zeit abwärts in dem Film. Ja, es wird ja immer schlimmer. Sie kämpft da gegen ihre Mutter. Sie hat ein bisschen erhellende Momente mit ihren Freunden oder so, die sie da findet, aber auch die gleiten dann irgendwie ab und das ist alles ganz, ganz furchtbar, was man da anschauen muss, was natürlich durchaus ja realistisch ist, dass es auch so ist und dass es auch tagtäglich überall auf der Welt irgendwo stattfindet, solche Themen, gerade auch dann mit irgendwelchen Billigdrogen, die es irgendwo reingeschwemmt bekommen, irgendwelches Crystal Meth oder sowas, was ja noch schneller abhängig macht und noch krasser ist. Da habe ich auch diverse Dokumentationen mal gesehen, wie da die Leute abstürzen und wie da wirklich ganze Familien darunter leiden und so. Das ist alles ganz, ganz, ganz furchtbar und deswegen, es hat mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt jetzt und deswegen konnte ich mit dem Film jetzt nicht so sehr, ich fand ihn einfach so furchtbar, ich mochte den einfach nicht angucken so richtig und wo sich das dann so angedeutet hat, in welche Richtung das dann noch weitergeht, der ganze Film und oh, ich hab mich da echt schwer getan bei dem Film. Ja, aber natürlich top gespielt, da hast du vollkommen recht. Also ich nehm das auch völlig auf mich, dass die Wertung jetzt, also ist jetzt mein persönlicher Geschmack von dem Film und meine persönliche Einordnung, ist jetzt absolut kein schlechter Film, ist ein sehr, sehr guter Film, aber für mich persönlich hat mich der Film jetzt nicht positiv bewegt. Da. Kate, dir ging es ja ähnlich, oder? Liegt es ja von der Wertung her auch? Ja, ja, also ich verstehe den Film, den Chris, der so sagt, es war ein guter Film, aber im Endeffekt war es kein guter Film. Also es ist einfach ein sehr trauriges Thema, es ist ein sehr herzzerbrechendes Thema, es ist sehr brutal, ich würde den Film so ein bisschen in die gleiche Schiene setzen wie Systemsprenger, der ja auch unglaublich gut gemacht war, aber unglaublich herzzerreißend war und den ich mir jetzt auch kein zweites Mal angucken wollte, weil er einfach definitiv nicht so brutal ist, also, weißt du, ich meine, also das tut einem selber so weh.
Und dadurch, dass es eben so realistisch ist und dass es als einfach, wenn du weißt, dass es halt auf einer autobiografischen Buchvorlage basiert, weißt du halt auch einfach, dass es so passiert und das macht einen dann so traurig. Und dass er gut umgesetzt ist, der Film, und dass die Schauspieler gut waren und so, das muss man alles zugestehen, ja. Aber das Thema wäre jetzt keins, wo ich aktiv ins Kino oder so gegangen wäre. Also warum gehen wir denn ins Kino? Um irgendwelche Thriller und irgendwelche Liebes- und Action und so zu sehen. Aber wer geht denn freiwillig in so einen herzzerreißenden Drogenfilm? Also, das wäre Kann jetzt man nicht nichts, wo sagen, ich jetzt aktiv reingehe, weil ich möchte mich unterhalten fühlen und nicht total deprimiert um die und Wahrheit zu traurig da sehen, deswegen würde rausgehen. ich da reingehen. Hä? Ich Was? würde da reingehen, um die Wahrheit zu sehen oder um zu sehen, wie das Ja. umgesetzt ist. Ja, okay. Aber ich nicht. Weißt du, was ich Ja. meine? Also, Ja, aber du sagst, wer würde denn da reingehen? Ich. ich bin schon genug deprimiert von der ganzen Welt, und dann gucke ich mir lieber irgendwie einen lustigen Film an momentan. Das ist aber, glaube ich, auch der momentanen Situation geschuldet mit Corona und allem, was so in der Welt passiert gerade, und weiß nicht. Gut umgesetzt, aber hat mich nicht ansatzweise glücklich gemacht. Ne, glücklich hat es mich auch nicht gemacht. Es Nee. hat mich vielleicht daher glücklich gemacht, dass ich sage, okay, ist realistisch und greifbar umgesetzt. Ja. Und dass man da nicht irgendwelche Fantasiesachen erfunden hat. Das hat mich vielleicht dann, wenn man sagen möchte, glücklich gemacht, was ich schon sehr schwierig finde bei dem Film. Vielleicht auch so ein Film, den man mal in der Schule gucken kann oder so, manche Lehrer Ja, haben. solche Themen kommen ja immer Und mal dann, wieder auf ja, in der Schule und dafür ist filmtechnisch. eigentlich ganz gut gemacht. Da kann man Trainspotting nicht gut verwenden. Ja. Deswegen von mir 5,5 von 10 Punkten. Von euch nichts? Doch, Okay. ich gebe ihm 6. 7 von 10. Ja, das ist auf jeden Fall überdurchschnitt sehenswerter Film. Und jetzt gucken wir doch mal in die Sneak-Tipps rein, was denn da vielleicht morgen drankommen könnte in der Sneak-Preview. Also der Tipp für morgen lautet: Es ist komplex. Ich wollte gerade kompliziert sagen. Es ist komplex. Es wurde getippt und ja, ich tipp mal nur, ich sag mal nur den Film, der auch wirklich kommen kann. Und das ist JGA, Jasmin, Gina, Anna oder auch Junggesellenabschied, gleiche Abkürzung. Die anderen beiden, die getippt werden, können nicht kommen. Der eine läuft schon, der andere wird auf Netflix kommen, deswegen kann es nicht sein. Ja, ich habe den Trailer zu JGA gesehen. Huiuiuiui. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe nur das Das Poster könnte lustig gesehen. werden. Ja, vielen Dank, Sebastian, für das Tippen hier, aber war irgendwie ein bisschen ja, daneben getippt, aber das kannst du ja Wir gerne wieder brauchen. tippen. Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall hat der andere nicht getippt, der ja immer Avatar 2 und sowas tippt. Bin ich ganz froh Ja. drüber. Hat anscheinend dann doch mal resigniert, dass keiner mehr drauf eingeht. Okay, was haben wir denn noch so geguckt? Heimkino. The Final Girls. Was ist denn das? Habe Ja, ich noch nie von gehört. das ist eine Komödie auf Netflix. Ich hole mal ganz kurz die Info hoch, wer denn alles mit Schüler. Es ist nämlich eine sehr illustre Besetzung. Unter anderem spielen mit Marlene Ackermann, Adam Devine, Nina Dobrev und noch ein paar, die man kennt, aber wo man die Namen nicht kennt, aber wo man schon gesehen hat. Und es geht im Endeffekt darum, dass Melanie Ackermann spielt die Amanda, beziehungsweise in ihrem Film die Nancy. Und sie war in den 80ern oder so also sie wollte Schauspielerin werden und hat in so einem Trash-Splatter-Horrorfilm mitgemacht. Und das war so ihre bekannteste Rolle, und jedes Mal, wenn sie sich irgendwie drauf auf irgendwas Neues bewirbt, kommt man auf diesen Splatter-Film zurück, der dann so ein bisschen belächelt wird, so, ah, da haben sie ja mitgemacht, das war jetzt auch nicht keine Filmperle und so. Und deswegen ist es für sie ein bisschen schwer, durchs Leben zu kommen, und sie hat halt auch eine kleine Tochter, und es ist alles nicht ganz so einfach. Und eines Tages stirbt sie bei einem Autounfall. Sie stirbt und ihre Tochter überlebt.
Und somit geht sie in die Annalen der Geschichte ein mit als die Frau, die in diesem kultigen Splatter-Film dann später mitgespielt hat. Und es soll dann eine Aufführung geben, wo der erste und der zweite Teil hintereinander im Kino laufen, also so eine kleine so ein Revival. Und die Tochter soll eben dabei anwesend sein, führt als Werbung für das Kino, dass da eben die Tochter der berühmten Schauspielerin aus diesem Film mitmacht. So. Und irgendwas passiert Seltsames, es bricht Kino bricht ein Feuer aus und sie und ihre Freunde versuchen dann aus dem Feuer rauszufliehen, aus dem Kino rauszufliehen und laufen durch die Leinwand durch und sind dann ohnmächtig. Und dann wachen sie plötzlich auf und wissen nicht mehr, wo sie sind. Sie sind in irgendeinem Wald und alles ist irgendwie seltsam. Und dann laufen sie vor und dann kommen sie an eine Straße und an dieser Straße fährt dann das Auto aus dem Film vorbei. Und dann kommt die Szene aus dem Film und sie sind dann quasi in diesem Film, in diesem Splatter-Film und müssen diesen Splatter-Film durchleben. Und sie versuchen dann auch immer das auszubrechen, aber das geht nicht, weil die Szene dann immer wieder von vorne anfängt. Also sie werden immer zurück, sie laufen immer wieder zurück zum gleichen Punkt, damit die Szene weiterlaufen kann. Und das ist es ist wirklich cool und lustig gemacht. Es nimmt sich extrem selber auf die Schippe. Und ja, wie gesagt, sie müssen halt versuchen zu überleben. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Tochter ihre Mutter wieder sieht. Aber die Mutter, also die Schauspielerin, ist ja die Rolle. Und sie erinnert sich natürlich dann nicht dran, wer sie ist und so. Die sind ja alle ihre fiktiven Charaktere in diesem Splatter-Film. Es ist ein bisschen konfus zu erklären, aber es ist sehr lustig. Und dass der Christi noch nicht gesehen hat, wundert mich, denn es ist immerhin Nina Dobrev dabei. Ja. Und es ist eigentlich, der Film heißt halt The Final Girls, weil es gibt ja bei diesen Splatter-Filmen immer eine Überlebende oder ein Final Girl, was dann immer, das dann auch im zweiten Teil mit dabei ist und so. Und dort sind es halt vielleicht mehrere. Ist das so ein Zeitschleifen, weil du sagst, sie erleben immer dieselbe Szene oder ist das? Ja, nein. Also nein, also es ist im Endeffekt, also sie versuchen, also wenn sie die Szene nicht weiterlaufen lassen, also wenn sie nicht mit der Szene mitspielen, dann fängt die Szene von vorne an. Also, zum Beispiel, die Szene fängt an, dass die zwei Hauptdarsteller des Films mit dem Auto langfahren und denen Hallo sagen. Und wenn sie dann nicht in das Auto einsteigen, dann kommt halt nach 90 Sekunden das Auto wieder um die gleiche Kurve gefahren. Und die sagen wieder genau den gleichen Text, bis sie dann irgendwann bis sie dann checken, okay, wir müssen einsteigen, sonst funktioniert es nicht. Also müssen sie mit der Szene mitgehen. Sie müssen sich in den Film integrieren. Bei einem billigen Computerspiel, wenn man dann irgendwie eine Antwort falsch nimmt, passiert das bei nichts, solange bis man mal die richtige Antwort auswählt. Ja. Okay. Oder auch dann, wenn es dann so Rückblenden gibt, dann verschwimmt das Bild so und die wissen sich, was passiert jetzt hier? Oh mein Gott, wir sind in einer Rückblende. Klingt interessant. Es ist wirklich lustig. Es gibt es auf Netflix. Macht Spaß zu gucken. Guck mal rein. Ist ja schon von 2015 sehe ich. Ja, der ist schon alt, aber der kam jetzt erst raus. Den hätten wir mal in der Sneak haben können. Ich glaube, es ist ein schöner Sneak-Film. Der hat Spaß gemacht. Ja, guck mal rein. Ich merke mir den auf jeden Fall vor. Warte mal, was habe ich denn eingetragen? Gebe ich 7 Punkte, weil er einfach lustig ist. Bisschen zu albern an ein paar Stellen, aber ganz cooler Splatter. Okay, so. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken hier. Den gibt es noch auf Netflix, oder? Ja, ich habe ihn ja jetzt erst vor kurzem geguckt. Ich gucke gleich nochmal. Moment. Das ist ja manchmal dann schnell weg. Dann. Ach so, aber, ja. Hier, gucken weil der schon mal. 2015 ist. Ja. Nee, der ist jetzt erst neu rausgekommen auf Netflix. The Final Girls. Da ist noch verfügbar, ja. Gut, dann werde ich den mal mit verlinken und dann kann man da mal reinschauen. Ich werde auch mal reinschauen. Und mal gucken. So, man kann durchaus sagen, mein Lieblingsregisseur Ridley Scott hat letztes Jahr 2 Filme rausgebracht. Einer war The Last Duel, den ich ja sehr abgefeiert habe, den man immer noch gucken kann. Ich glaube, Disney Plus war es oder war es Apple TV? Ich weiß nicht mehr. Einen von beiden. Und möchte ich euch auch mal wärmstens empfehlen, aber ihr traut euch da nicht ran, weil der doch etwas länger geht, glaube ich. Aber es ist ein echt guter Film. Und ich habe mir gedacht, okay, der andere, der mich so thematisch nun weniger interessiert hatte, nämlich House of Gucci,
ja, den habe ich mal noch ein bisschen liegen lassen und habe ihn jetzt mal geschaut gehabt, eigentlich schon vor einiger Zeit. Ich habe noch gewartet, ob ihr da auch noch reinschaut, aber ist nicht passiert. Deswegen House of Gucci jetzt von mir alleine vorgestellt. In House of Gucci erzählt mehr oder weniger die biografische Geschichte des Hauses Gucci, wie man sich vom Titel her vielleicht denken kann. Und zwar wirklich also ab einem bestimmten Punkt, wo nämlich Patrizia Reggiani, gespielt von Lady Gaga, den Maurizio Gucci, gespielt von Adam Driver, heiratet. Also erstmal, wie die sich auch kennenlernen, wie sie dann da einheiratet. Und zu dem Zeitpunkt war Gucci ziemlich am Boden. Die waren so ein Familienunternehmen, die auch schon Mode gemacht haben, aber mittlerweile hat sich die Mode auch in eine ganz andere Richtung entwickelt und sie sind da wirklich völlig ins Hintertreffen geraten. Und dieser riesige Familienbetrieb, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Einflüsse aus diversen Richtungen. Und da sind auch einige in der Familie mit drin, die auch damit arbeiten und die wollen auch ihre Sachen verwirklicht sehen. Und ja, so dass halt, dass es sehr verwässert wird, die Marke, das ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Und man weiß nicht mehr genau, wofür steht nun eigentlich Gucci und wie soll die Mode an sich aussehen, was ist da so geplant. Und der Film ist zu einem bestimmten, oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lebt er eigentlich von relativ wenig Figuren, die man da sieht. Und ab der Mitte oder so ungefähr, kommt dann plötzlich, macht er einen riesigen zusätzlichen Kreis auf, so wie wenn man bei irgendeinem RPG oder so eine neue Welt entdeckt, wo zig Quests noch aufgehen und sonst was alles. Und hier ist es dann so, da ist dann plötzlich Jeremy Irons dabei und Al Pacino dabei und Selma Hayek dabei und riesige Menge noch. Und es wird ganz gut dargestellt, wie eben Lady Gaga, hier diese Patrizia, die dort mehr oder weniger einheiratet in das Ganze, wie sie dann nach und nach sehr stark an Einfluss gewinnt in dieser ganzen Familiendynastie und wie sie auch teilweise irgendwelche Ränkespiele startet und Leute ausbotet und ja, bis hin dann auch zur Trennung von ihrem Mann und wie sie dann aber trotzdem noch weitermacht und ganz großartige Darsteller, hauptsächlich zu finden bei den Nebendarstellern, zum Beispiel Jared Leto spielt Paolo Gucci, den habe ich erst gar nicht erkannt, dann habe ich gedacht, irgendwie kenne ich den, da habe ich nachgeschaut, ach, Jared Leto, klar, aber wieder mal absolutes Method Acting, was der da gemacht hat und wie der sich verkleidet und darstellt und die Maske und so, Wahnsinn, also der Typ ist ja wirklich ein absoluter Schauspieler, also in was für Rollen der sich reinversetzen kann, da können andere wirklich fast einpacken, was das angeht. Natürlich auch die alten Recken wieder zu sehen, Al Pacino, Jeremy Irons und so, das war schon schauspielerisch gesehen top-notch, der Film. Leider hat es mich von der Story her überhaupt nicht so richtig mitgerissen, im Gegensatz zu The Last Duel, der wirklich eine wahnsinnig gut erzählte, verzwickte Geschichte hat, die auf ein Ende zuläuft, was einen wirklich den Atem stocken lässt, ist House of Gucci wirklich fast so ein bisschen Discovery-dokumentationsmäßig mehr oder weniger eine Nacherzählung von einem gewissen Teil der Geschichte des Hauses Gucci. Und irgendwie, wenn man denkt, ja, jetzt könnte es spannend werden, dann wird es auch mal so ein bisschen interessanter, aber flacht dann halt relativ schnell wieder ab. Vielleicht gab da die Originalgeschichte jetzt nicht so viel her. Aber ist natürlich rein vom Schauspielerischen her für jeden Filmfan mal absolut sehenswert, diese Schauspielerriege, die man hier zu sehen bekommt. Und auch das ganze Thema Masken, Ausstattung, also wie das alles aussieht, das spannt ja nun den Bogen über mehrere Jahrzehnte. Und ich rede jetzt nicht nur von den Gucci-Klamotten, wo ich mich jetzt nicht auskenne, aber auch von der Mode der Zeit, was die Leute tragen, was man sieht auf der Straße, ist mit so viel Aufwand, so viel Detailreichtum gedreht und gefilmt und alles. Das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Aber für mich nichtsdestotrotz bleibt unterm Strich wirklich nur ein Film, der so knapp über dem Durchschnitt ist mit 6 Punkten. Trotz der Darsteller, ich erwarte dann halt einfach, wenn ein Film mit so viel Pomp und so viel Budget gemacht wird, dass der mich wirklich vom Hocker reißt und nicht nur ein Eye-Candy ist und gute Darstellerleistung hat, sondern auch irgendwie eine Story, die
die mich mitreißt und an die ich noch eine Weile zurückdenke. Und das hat er leider nicht gehabt. Ich weiß jetzt, worum es geht, und aber mehr halt auch nicht. So House of Gucci. Hm. Aber ich kann verstehen, dass der so lange im Kino lief, dass da viele Leute reingegangen sind, weil natürlich durch diese illustre Darstellerriege, da findet halt jeder was. Ja, manche sagen, ah, ich fand Lady Gaga in dem anderen Film so toll, ich gucke den deswegen an, oder ich fand Adam Driver da und dort cool, da will ich hier mal reingucken. Und der Adam Driver war ja auch bei The Last Duel mit dabei, ne? Deswegen, allein deswegen schon sehenswert. Regiearbeit auch top und so. Es ist eigentlich sehr viel gut an dem Film, aber die Story halt nicht. Das hat mich dann doch ein bisschen gestört, weil gerade bei so einem. Das ist aber schade eigentlich. Bei so einem, ja, es ist halt einfach eine Nacherzählung, so ein bisschen Biopic-mäßig. Was aber häufig ja auch bei den Oscars gute Chancen hat. Aber da ist er ja nicht dabei, glaube ich, so richtig in den Top-Kategorien, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Achso, 6 Punkte habe ich schon gesagt, ne? So die restlichen Filme, so Kingsman, also The Kingsman, heben wir uns mal für nächstes Mal auf. Queenpins sehe ich hier noch und The 355, mal gucken. Und schauen doch mal, was diese Woche neu anläuft in den Stuttgarter Innenstadtkinos und wahrscheinlich auch überall woanders in der Republik. Kinocharts und Neustarts. Wir beginnen aber erstmal mit den Charts. In 80 Tagen um die Welt, dieser Zeichentrickfilm. Auf Platz 5 sind Ferien, man merkt's. Ja, waren Ferien, Ferien sind rum. Nee, was hast du gesagt? Bewegliche Urlaubstage oder wie ist das? Bewegliche Ferientage. Ach, Ferientage. Ach Mann, meine Güte. Ach Erik, das ist ja echt, aus dir wird nie ein guter Beamter. Das wird auch nichts mehr. Ja, das glaube ich auch. Auf Platz 4 ist Sing, die Show deines Lebens. Ja, man merkt, dass Ferien sind. Belfast, man merkt, dass Oscar-Season ist, ne? Platz 3. Auf Platz 2 ist Uncharted. Geiler Film. Geiler Film. Geiler Film. Geiler Film. Und Platz 1 habe ich echt Gutes gehört. The Batman. Ja, aber 175 Minuten. Ja, puh. 175? Naja. Ja. Heilige Kuh. Wie lang ging, warte mal, lass mal das kurz gucken. The Dark Knight, wie lang ging der? The Dark Knight. Der ging, komm, kann er nicht gleich auf der ersten Seite sein. Ah, das tut einem doch der Poppes irgendwann weh von Kinostuhl. Nicht, wenn du in den bequemen sitzen. Ah, der ging. Mir schon. 2 Stunden 32 ging der. Das ist ja genauso Alter. Lang. Verrückt. Ungefähr. Ja, aber ich glaube, den habe ich auch nicht im Kino gesehen. Nee? Nee, ich glaube, den habe ich nicht im Kino gesehen. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Was läuft neu an? Mal gucken, was du im Kino gucken kannst, außer denen, die in den Top 5 der Innenstadtkinos Stuttgart zu finden sind. Du könntest zum Beispiel gucken Jackass Forever, den haben wir ja schon gesehen und haben wärmstens, wir werden nicht müde, diesen Film zu empfehlen. Das ist so ein Film, der ist eigentlich für jeden was, also da kann jeder Spaß haben. Hat hier bei kino.de, hat er übrigens 4,5 von 5 Sternen. Geil. Ja. Den haben die bestochen. Niemand, das ist einfach gut. Bergen läuft ebenfalls an. Türkisches Biopic über das tragische Leben der Musikerin, die 1989 starb. Kennst du Bergen? Nee. Keiner kennt Bergen. Wahrscheinlich versteckt sich da irgendeine ganz dramatische Geschichte dahinter oder so. Vielleicht. Aha. Okay. Also so eine vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Sie arbeitet erst als Postbeamtin und dann arbeitet sie sich hoch, hat dann diverse psychische Probleme und so. Hm. Ja, wundert mich ja, dass es Bergen heißt und nicht Bürgen oder so. Aber gut. Parallele Mütter, von der neue Film von Pedro Almodovar mit Penelope Cruz und Rossi de Palma. Ein Drama vom Altmeister um zwei Frauen, die am selben Tag ein Kind bekommen. Hui, was für ein Zufall. Sachen gibt. Küss mich, Mistkerl. Eine Rom-Com mit der bezauberten Lucy Hale. Oh, da haben wir den Trailer gesehen. Ja. Das Poster sieht aus wie der Netflix-CI, die Corporate Identity von Netflix, so dieses Schwarz und dieses Rot. Ist das eine Netflix-Produktion? Habt ihr den auf Netflix gesehen, den Trailer, oder wo habt ihr den?
Nein, haben wir so gesehen, den Trailer unter den Trailern für neue Filme. Alles klar. Blue Bayou, das hatte letzte Woche jemand für die Sneak getippt gehabt. Ein Drama über einen aus Korea stammenden Amerikaner, der ohne Einbürgerungspapiere und mit einigen kriminellen Delikten auf dem Kerbholz mit der Abschiebung rechnen muss. Mit Alicia Vikander unter anderem. Mord in Saint-Tropez. Oh, die hätte ich gern gesehen. Französische Krimikomödie mit Christian Clavier als unbeholfenem Ermittler in einem Sommer, in einer Sommerresistenz. Von Nicolas Benamou mit Christian Clavier, Benoît Poulvorde, Thierry Lhermitte. Spielt nicht auch Dingsen noch mit hier? Gérard Depardieu, ja, Gérard Depardieu spielt auch mit. Das sah das echt witzig aus. Also. Aber ja, mal gucken. Ja, es ist quasi ein Remake auch. Da gab es in den 80ern schon mal so einen Film. Und da waren damals schon alle möglichen französischen Filmstars. Ich glaube, damals war so Jean-Paul Belmondo und so dabei. Und weiß gar nicht mehr, wer noch alles. Und das, den hätte ich echt gern gesehen, den Film. Zumal ja wirklich alle angesagten französischen Darsteller, außer Omar Sy, der ist komischerweise nicht dabei. Aber alle möglichen sind dabei. Und Benoît Poulvorde, bei dem muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der ist ja Belgier und der spielt ganz gerne mit der Schauspielerin zusammen, die ich nicht leiden kann. Deswegen, da ist immer Obacht geboten. Aber der hat Obacht, genau. Der hat in einem sehr guten Film mitgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mann beißt Hund. Sagt euch das was? Nee. Das war, glaube ich, sein Durchbruch damals. Das ist so eine Mockumentary über einen Serienkiller. Über so einen. Also der geht quasi rum und erzählt das so ganz locker und die Kamera so, ja, wenn ich hier, ich habe jetzt gerade einen Auftrag und ich muss es so machen, so als Mockumentary, war damals ein Riesenskandal und so, weil das alles so echt aussah. Und aber ein sehr empfehlenswerter, sehr starker Film, Mann beißt Hund, Man Bites Dog. Okay, machen wir weiter. Die ganzen Nebenquests hier. Vatersland, autobiografisches Drama, in der Regisseurin Petra Seeger ihre eigene Kindheit verarbeitet. Von Petra Seeger. Mit Margarete Bräuch, Momo Bayer, Stella Holzapfel und anderen. Stella! Stella! Meine Damen und Herren, Stella. Erik ist offiziell im Schwabenland angekommen. Stella spielt auch mit. Ja, weiß ich. Ja. Stella. Nicht Stella. Stella. Ja, Stella. Der Stohlen. Der Stohle. Neuseeländischer Western um eine junge Mutter, quasi die sich nach dem Überfall auf Suche nach ihrem Babyle macht. Quasi der Schal, ne? Gestohlen. Der Stolle. Alter. Der Stolen. Neuseeländischer Western, ne, junge Mutter. Mit Neil Johnson, von Neil Johnson mit Alice Eve, Graham McTavish, Jack Davenport und weiteren. Ja. An Western. Er kennt es nicht, Westernfilme aus Neuseeland. Das ist ja eigentlich bekannt für Westernfilme, Neuseeland. Das ist ja quasi die Heimat der Westernfilme. My Son, da haben wir sehr, sehr viele Presseanfragen gekriegt, hier wegen Previews und sowas. Es muss wohl ein sehr guter Film sein, oder soll zumindest sehr gut sein, sagen wir es so. Nachdem ihr Kind verschwindet, wird den Eltern bald klar, dass es entführt wurde. Britisches Krimi-Drama mit Starbesetzung. Remake des französischen Vorbilds vom gleichen Regisseur mit James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen. Mhm. Ja. Europe, Spielfilm über eine algerische Einwanderin in Frankreich, deswegen habe ich Europe gesagt, deren Aufenthaltsgenehmigung ausläuft. Von Philipp Schäffner mit Rim Ibrier, Thierry Cantin, Didier Cullier, was? Cullierier? Oh Gott, oh Gott. Ja. Heilige Mutter. C-U-I-L-L-I-E-R-I-E-R. Cullierier. Die Unaussprechlichen. Ich glaube, so hätte ich es auch ausgesprochen. Ja. Cullierier. Untimely, ein iranisches Drama um einen Soldaten, der versehentlich seinen Vorgesetzten tötet. Oh, das ist nicht übel. Ouchie. Ja, gut. Friendly Fire oder so. Das ist nicht lustig. Verzeihung. Friendly Fire. Sagt der lacht. Ja, das ist so, Luke schaut falsch rum ins Laserschwert. Oh Mann. Ja, das war, ich guck halt mal, was in den USA eigentlich gerade so platziert ist. Platz 1 in den USA, Uncharted in Kinocharts. Dog auf Platz 2. Spider-Man No Way Home 3. Tod auf dem Nil. Jackass immer noch.
nicht schlecht. Mal schauen, was uns dann so nächste Woche in der Sneak erwartet und eventuell so im Kino. Und dann hat die Kate hier einen Trailer rausgepickt. Ihr habt offensichtlich nicht nur die vielen Trailer geguckt, sondern da war auch einer dabei, der erwähnungswürdig ist. Neue Filmtrailer. Ganz genau, wir sind nämlich über einen Trailer gestolpert, den ich extrem amüsant fand. Und zwar geht es um den Trailer zu dem Film The Bubble. Und The Bubble heißt der Film deswegen, da es darum geht, dass ein Dinosaurier-Action-Film während der Corona-Pandemie gedreht wird. Deswegen auch die Bubble, also weil die Schauspieler sich ja dann quasi in die Blase dieses Films begeben und mit der Außenwelt dann nicht mehr kommunizieren dürfen wegen Corona. Und innerhalb dieser Bubble wird dieser Film dann produziert und das ist ein unfassbar, ist glaube ich schon irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, der sechste Teil einer Dino-Beast-Serie, was so ein bisschen auch auf Jurassic Park natürlich hindeutet. Und ich denke, dass auch einige andere Referenzen zu anderen lustigen Filmen dabei sein wird. Und das Ganze ist definitiv eine Komödie. Es sieht urkomisch aus. Die animierten Dinos, da stecken natürlich dann auch wieder Menschen dahinter. Und guckt euch den Trailer an. Ihr werdet verstehen, warum ich das so urkomisch fand. Und es kommt am 1. April, schönes Startdatum übrigens, auf Netflix. Angucken. Mit Karen Gillan unter anderem. Und super noch ein paar anderen lustigen Menschen. Sah sehr lustig aus, ja, definitiv. Ja. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Wollte ich mal mit einbringen, diesen schönen Trailer. Also ich habe ja den Trailer vorhin kurz ohne Ton laufen lassen, weil ich schon die Kopfhörer auf hatte. Da kommt kein Sound hier vom Browser, damit er nicht in die Aufnahme gelangt. Sah echt witzig aus. Und ich glaube, den werde ich mir dann auf jeden Fall anschauen. Und gut, wenn wir einmal bei Trailer sind, da hatte ja einer hier zwei Filme getippt, die nicht drankommen können. Dieser The Addams Project, der sieht auch ziemlich gut aus. Der sieht auch sehr gut aus, ja. Der kommt jetzt auch am 13. Nicht am 11. Oder war es am 11., deswegen habe ich gerade ein bisschen gezogen hier. Irgendwo, ja, jetzt demnächst, sagen wir so. Den werde ich mir auch angucken. Ja, der kommt demnächst auf Netflix und ja, mit Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner ist schon mal die Besetzung top. Und da geht es darum, dass ein zeitreisender Kampfpilot im Jahr 2022 landet und da so einen 12-Jährigen mitnehmen will in die Zukunft, irgendwie auf so eine Rettungsmission. Das klingt schon mal sehr, sehr cool. Gab es da nicht mal so einen Film, der Chris wird den vielleicht kennen, wo so ein Junge so ein Videospiel gemacht hat und da ziemlich gut war und dann auch irgendwie von irgendwelchen Zeitreisenden in die Zukunft geholt wurde, weil die quasi auch so jemand gesucht haben. Was war das nur? Ich weiß nicht mehr. Kennst du das? Sagt dir das was? Nee. Also mir sagt es tatsächlich was, aber ich weiß nicht mehr. Ja, es klingt aber auch gerade so ein bisschen wie Space Jam 2. Das war irgend so ein Raumschiff, also so ein, quasi wie so ein Asteroidspiel an so einer Spielhalle und die haben das irgendwie gesehen, dass der Junge da gut ist und haben den dann geholt. Ich weiß nicht mehr, es war irgendwas 80er, 90er oder so. Ah ja, gut. Serien, ich glaube, wir sind von der Zeit her ziemlich fortgeschritten. Lassen mal die Serien außen vor. Ich habe bei Euphoria mal kurz reingeguckt gehabt in die erste Folge. Sehr beeindruckend, werde ich demnächst mal mehr erzählen. Und dann gehen wir jetzt gleich mal in die Rätselecke rein. Da ist heute Chris dran. Haha. Rätselecke. Mal gucken, was der Chris uns wieder vorbereitet hat hier. Ja, endlich mal wieder darf ich euch richtig harte Rätsel um die Ohren hauen. Richtig schwierige Fragen, richtig brutale Dinge, die ihr eigentlich nur durch absolutes Nerdwissen wissen könnt. Um Himmels Willen. Ja, um Himmels Willen. Wer von euch beiden möchte denn die erste Frage als erstes beantworten? Ich würde mal sagen, Ladies first. Ah, Erik hat zuerst gelacht. Das ist wie in der Schule. Erik darf heute anfangen. Das ist wie in der Schule. Ja, ja. Wer möchte als erstes seine Aufgabe vortragen? Alle gucken weg. So. Mal, der, was sich als erstes bewegt hat, verloren. Jeder guckt zu Boden. Nur der Streber meldet sich. Ja, nur der Streber meldet sich. Also, okay, dann fängst du an. Nein, Erik fängt an. Okay. Und zwar, wir haben ja heute eine Rezensionsfilm gehabt mit Platzspitz Baby.
Und der spielt ja in der Schweiz. Und ich würde gerne wissen, welcher dieser Filme wurde nicht in der Schweiz gedreht oder hat keine Elemente aus der Schweiz in seinem Film drin? Okay. Ist das A, Point Break, B, Star Wars Episode 3, C, die Bourne-Identität, D, Bridget Jones am Rande des Wahnsinns oder E, James Bond Goldfinger? Ah, darf ich bei Point Break mal nachfragen, welche Verfilmung meinst du, die neue oder die alte? Die neue. Okay. Welcher nichts in der Schweiz gedreht hat? Welcher nicht irgendwie in der Schweiz gedreht wurde oder irgendwelche Elemente aus der Schweiz enthält? Und es gibt zwei richtige, nehme ich an, oder? Es gibt nur einen, der das nicht hat. Es gibt einen richtigen. Einen. Kannst du bitte nochmal alle vorlesen? Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Point Break, Star Wars Episode 3, die Bourne-Identität, Bridget Jones am Rande des Wahnsinns und James Bond Goldfinger. Okay, also bei ein paar weiß ich, dass da definitiv Szenen aus der Schweiz drin waren, deswegen sage ich mal Bridget Jones. Ach Mann, das wollte ich sagen. Dann nimm kannst was du doch anderes. Auch machen. Ja, warum? Sie kann es auch sagen, wo ist okay. Das Problem? Ich sag auch Bridget Jones. Oh, das ist vollkommen richtig. Ja. Weil James Bridget Bond Jones Goldfinger war zu einfach. Da gibt es ja die berühmte Szene da. Und ja, aber bei Star Wars, die Berge. Episode 3? Ja, da haben sie es an den Bergen. Da gab es auch damals Fotos von der Hose da. Ja, die Grindelwaldberge. Mhm. Ja, okay. Ja, cool. Schöne Frage. 1:1. Ey, darf ich dir mal. Schöne Frage. Echt, wirklich. Schön. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mehr davon. Okay, cool. Weil wir ja in unserem Sneakfilm Cyrano. Hatten wir einen wunderbaren Hauptdarsteller mit Peter Dinklage. Dinklage? Ich dachte, welche Filme wurden nicht in Frankreich gedreht? Und zwar, jetzt würde ich gerne wissen, welche Aussage über Peter Dinklage ist falsch? Und jetzt muss Kate zuerst antworten. Welche Aussage über Peter Dinklage ist falsch? Er ist Veganer. Er hat 4 Kinder. Er hat in einem Film und im Remake zum Film die gleiche Rolle gespielt. Er hat die Skripte von Game of Thrones immer von hinten her gelesen und er war Mitglied in einer Punk-Funk-Rap-Band. Also, ich bin der Meinung, er hat Kinder. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das mit den Drehbüchern nicht stimmt. Er hat die Skripte von Game of Thrones immer von hinten her gelesen, sagst du? Ja, ich glaube, das stimmt. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Okay. Erik, was sagst du? Kannst du bitte nochmal vorlesen? Ja. Weil während du die Antworten vorliest, denke ich schon über die Antworten nach und höre dann. Okay, so. Also Point Break, Star Wars Episode 3. Nein, er ist Veganer, er hat 4 Kinder, ja. Er hat in einem Film und einem Remake zum Film die gleiche Rolle gespielt. Er hat die Skripte von Game of Thrones immer von hinten her gelesen und er war Mitglied in einer Punk-Funk-Rap-Band. Er ist Veganer, ist falsch. Okay. Peter Dinklage ist Veganer. Oh, okay. Bekennender Veganer. Das wusste ich. Er hat tatsächlich in einem Film und im Remake zum Film die gleiche Rolle gespielt. Das wusste ich. Das habe ich irgendwie gehört. Ja. Er war tatsächlich Mitglied in einer Punk-Funk-Rap-Band. Mhm. Und die Skripte von Game of Thrones, die hat er immer von hinten her gelesen, um zu wissen, ob er überhaupt stirbt. Der war das, okay. Genau, er hat nämlich nur 2 Kinder, nicht 4. Ja, ich wusste, dass er Kinder hat, aber ich wusste nicht, wie viele. Aber trotzdem, coole Frage, ja. 1:1 weiterhin. Oh, übrigens, es wird spannend. Fun Fact, ja? Hast du gewusst, dass Cyrano nicht in Frankreich gedreht wurde, der Film? Der ganze Film ist auf Sizilien gedreht. In der Schweiz. Deswegen, das wäre eine Frage gewesen, welcher Film wurde nicht in Frankreich gedreht, an Cyrano? Ja, du hättest es ja gewusst, das ist ja doof dann. Dritte Frage, jetzt wird es schon spannend. Haben wir jetzt gleich eine Entscheidung oder nicht? Es steht 1:1 nach 2 Fragen. Der Erik muss zuerst antworten. Und der Erik muss wieder anfangen, ja, das ist richtig spannend. Oh. Und zwar, wir erinnern uns mal an die letzten Star Wars Filme, wo ja so wunderbare Menschen wie Oscar Isaac mitgespielt haben oder auch die leider verstorbene Carrie Fisher. Und es gibt ja eine Szene, wo Carrie Fisher Oscar Isaac eine langt. Sie scheuert ihm eine. Und ich möchte gerne von euch wissen,
Wie oft hat Carrie Fisher Oscar Isaac am ersten Drehtag eine gescheuert? War es zwischen 10 und 20 Mal, zwischen 20 und 30 Mal, zwischen 30 und 40 Mal, zwischen 40 und 50 Mal oder zwischen 50 und 60 Mal? Alter! 30 und 40. 30 und 40? Was sagt die Kate? Mehr. Ich glaube nicht, dass die da ständig angefangen haben, bestimmt zu lachen. Deswegen, ich glaube, es sind zwischen 40 und 50. So, es gibt ja diese Szene, wo Carrie Fisher Oscar Isaac eine langt und die mussten das am ersten Drehtag, es geht nur um den ersten Drehtag, wie viel insgesamt, keine Ahnung, nur am ersten Drehtag. Und am ersten Drehtag hat Carrie Fisher Oscar Isaac über 40 Mal eine gelangt, damit hat Kate gewonnen. Oh, ja, super. Ja, ich kann mir halt echt vorstellen, dass die sich da jedes Mal halb tot gelacht haben und die Szene einfach nicht fertig gekriegt haben, deswegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil das schon sehr, sehr viel ist, ne? Also für so ein Dreh. Weil mit so einem Pomp da, weil da sind ja viele am Start und so, das kostet ja richtig Geld und wenn du da die Szene wiederholen lässt. Wenn du 40 Mal Oscar Isaac eine zimmern kannst, ist das auch deswegen, großartig. Also ich habe jetzt weniger über die Szene nachgedacht, sondern eher so normaler Produktions, weißt du, du drehst die Szene, dann Cut und dann, wir müssen nochmal machen und so. Also jetzt mal ganz ehrlich, würdest du Carrie Fisher sagen, sie soll sich jetzt mal ranhalten und es richtig machen? würdest du das trauen? Das kommt drauf an, das ist ja eine ganz wichtige Szene auch, jetzt wichtig, um ein bisschen Comic Relief und so und alles, ne? Das muss schon sitzen, die Szene. Und wenn die da vielleicht nur so halbherzig am Anfang erstmal. Naja. Aber das dann mehr jetzt als 40 mit Mal. Ist schon krass. Also gerade auch so. Backe. Mehr als 40 Mal. Am ersten Drehtag. Das heißt nicht, dass sie das Ding im Kasten haben. Ja, dann doch. Dann haben die das schon im Kasten drin. Aber ist schon krass, ey. Rein von den Kosten her, was dann die Szene gekostet hat. Sagt man das eigentlich heute noch im Kasten haben? Ich sag das schon. Ja, ich glaube nicht. Man versteht es ja, was es heißt. Ja, wir, sagst, weil wir sind ja auch was alt. Was sagst du sonst? Auf Platte haben oder was? Eingeplattet. Übrigens, meine Schätzfrage wäre zu Harry Potter gewesen. Ach, ich dachte, das oh war ja, ich will sie hören. Ich dachte, das war die Schätzfrage. Nee, die kannst du ja aufheben. Das kommt ja doch. Das ist auch eine relativ einfache Schätzfrage. Wie viele Filme gibt es? Mit wie vielen Minuten ist Harry Potter und der Stein der Weisen gelistet? Mit wie vielen Minuten? Geld? Das, oh Gott, das weiß ich nicht. Harry Potter Frage und einfach besiegt. Keine Ahnung. Ich sag's euch, Leute, ich bin einfach der Endgegner bei diesen Fragen. Es kommt ihr vor wie eine halbe Stunde nur. Es könnte viel länger sein. Es ist so kurzweilig. So 100, bestimmt so 110 oder so. Zweieinhalb Stunden oder so. Zweieinhalb Stunden wird er schon gehen. Ja. Nee, so Minutenzahl. Lange geht er nicht. Also zwei Stunden sind ja 120 Minuten und noch eine halbe drauf sind 150. Und Kate sagt 110. Ha, ja, obwohl, der, nee, warte das mal, das ist, war ja der erste. Ist nicht so lang. Das war der erste, der war nicht so lang, ja, stimmt. Ja, wie lang war das dann, Erik? Ach, keine Ahnung, ich habe da was gesagt. Ja, du kannst noch kannst du verbessern, noch ist nicht eingeloggt. Was ist soll ich einloggen, Erik? Ja, log ein. Okay, er ist offiziell gelistet mit 152 Minuten. Erik, du warst zwei Minuten drunter. Wow. Okay. Deswegen war der so langatmig, der erste Teil. Und Kate, also ich glaube, du musst nochmal die Filme gucken, weil du hast ja echt gar keine Ahnung. Ihr kommt es einfach kürzer vor, weil ihr der Film so gefällt, wahrscheinlich. Ich komme gleich rüber, junger Mann. Er kann nicht lang genug sein, der Film. Tja. Ja, Mensch, das war. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Schönes Rätsel. Jetzt kriegt die Kate noch ihren Applaus hier, wenn ich den finde. Ich bitte drum. Hier ist er. Danke. Danke. Absolut gerechtfertigt. Danke. Sehr gut. Gott, jetzt muss ich mir was für nächste Woche ausdenken. Und zwar irgendwas, wo der Erik nicht sagen kann, bei dir sind immer alle Behauptungen richtig. Du musst dir auch falsche Antworten einfallen lassen, genau. Mach dich fertig nicht so. Mich? Wieso? Ich habe jetzt ich habe heute schon verloren. Ich habe letzte Woche schon verloren. Ja. Ich habe jetzt einen Losing Streak hier. So. Richtig gut wird dann, welche der Aussagen ist richtig? Keine. Richtig. Das wäre ja mal ein Ding hier. Ich suche hier gerade für die Musikecke meinen Jingle. Da ist er. Jetzt packen wir was auf unsere Playlist. Music. Okay, du darfst anfangen. Was packst du denn drauf? Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum das noch nicht auf unserer Liste ist. Ich habe jetzt ausgewählt The Remembrance. I'll be there for you.
Der ist Theme-Song von Friends. Sind nicht nur die Rembrandts und nicht die Remembrants? Die Rembrandts? Nein, ich meine eigentlich, die heißen so, die Remembrants. Das packe ich jetzt gleich hier mal live drauf. Kinocast Songs, da Rembrandts, ist es schon. Ach, was auch immer. I'll be there for you. I'll be there for you. So. So no one told you life was gonna be this way. Sind das eigentlich 4 oder 5 Klatscher? 1, 2, 3, 4. Bleib schon auf dem Takt. Chris, was möchtest du denn auf die Kinocast-Songs-Playliste packen? Ich hab's jetzt gekürzte Version drauf, weil der Song ist gelistet mit Glenn Hansard, Sam Amidon, Scott Folen, Bryce Dessner, Aaron Dessner, Vikung, was weiß ich was noch alles. Ich hab Wherever I Fall Part 1 aus dem Cyrano-Soundtrack, weil das, genau darüber haben wir ja vorher schon gesprochen, da steckt so viel drin, wirklich, wenn nicht wirklich die stärkste Szene des Films, sehe ich da relativ gleich wie du. Und das ist was, wo ich echt auch dran saß, so, boah, vor allem dann auch noch mit dem, was gerade immer noch in Europa passiert, im Hinterkopf das zu haben, nicht mal im Hinterkopf, sondern direkt im Kopf, einfach krass. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, beendet bitte den Krieg. Definitiv. Putin muss den Krieg beenden. Die anderen sind ja nur überfallen worden. Naja. Aber da dir auch Cyrano so gefallen hat, und ich glaube, du kennst diesen Film Das schönste Mädchen der Welt noch nicht. Es hat einen blöden Titel, ich weiß. Aber vielleicht traust du dich... Das hockt bei mir hier ein Zimmer weiter, hallo? Vielleicht, ja. Oh. Vielleicht traust... Super. Auf zu lachen. Braucht keinen Film zu. Aber vielleicht schaust du doch mal in den Film rein. Das ist quasi die Cyrano-Story, aber mit Rap und Hip-Hop. Ich kenne den Film. Ja? Hast du ihn schon gesehen? Oder nur ja. So am... Ah, hat dir nicht gefallen. Okay, ich merke schon. Ja. Von mir Musiktipp für heute... ja, wegen der aktuellen Situation von Lamm im Hotel, Life Will Never Be The Same Again, packe ich. Habe ich auch schon drauf gepackt, während wir hier gesprochen haben. Ist jetzt auf uns. Besprochen? Den haben wir doch besprochen. Ich habe den besprochen, auf jeden Fall. Aber ihr hattet den da noch nicht gesehen, weil ich habe den im Kino geguckt gehabt. Aber wir können ja mal nachschauen, vielleicht hat man ja doch alle schon. Ich bin der Meinung, dass ich den gesehen habe. Definitiv. The Life of Sky oder sowas. Keine Ahnung. Der war furchtbar. Ja. Ja, auf jeden Fall euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr da draußen, bleibt friedlich, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Hallo und irgendwas höre ich hier im Hintergrund. Ja, der Chris hat genießt. Alles, das habe ich über dein Mikrofon gehört. Er hat sich gemutet hier. Das war jetzt irgendwie... Er ist wieder da. Ganz weit weg ist Niesen. Ja, Gesundheit. Sei froh, dass es ganz weit weg war. Mich hat es gerade völlig verspult. Gesundheit. Ja, der Hund kommt auch zu mir. Ja, der Hund hat sich da erschrocken hier so. Komm hier. Der Kinocast.